Halli ihr Lieben, heute habe ich mal wieder die letzten zwei gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Es ist Sonntag und alle Welt macht gerade irgendwie gefühlt seinen Hausputz. Überall wird gesaugt und geklopft und gehämmert und gemacht und ja. Wir lassen uns dadurch jetzt aber mal nicht stören. Ja, es soll ja heute um die letzten zwei gelesenen Bücher gehen und ich fange mal mit dem ersten Buch an und zwar ist das dieses hier. Rock My Dreams von Jamie Shaw. Das ist der vierte und letzte Teil der The Last Ones to Know Reihe. Ich hatte euch ja letztens die ersten drei Teile in einem Video komplett vorgestellt und deswegen wollte ich jetzt nicht nochmal eine komplette Reihenvorstellung machen. Deswegen dachte ich, machen wir das jetzt einfach hier so mit. Und ja, das ist der letzte Teil und in diesem Teil geht es um den Schlagzeuger Mike. Und Mike ist ein eher ruhiger Charakter, also man hat ihn in den vorigen Bänden eher als so den Kumpeltypen kennengelernt, als einen Typen, der sich nicht mit Groupies einlässt, der auf die wahre Liebe wartet. Und ja, umso gespannter war ich halt natürlich auch auf den vierten Teil und war gespannt drauf, was die Geschichte mit sich bringt, da Mike ja nun so lange auf die eine gewartet hat. Und was soll ich sagen, die Geschichte hat mich nicht enttäuscht. Ich bin absolut begeistert von der Geschichte. Ich fand Mike als Charakter ganz, ganz toll. Ich fand Hayley als Charakter ganz, ganz toll. Ich fand die Geschichte der beiden ganz, ganz toll. Also für mich ist es definitiv der beste Teil der ganzen Reihe. Ich konnte mich mit Hayley absolut gut identifizieren. Hayley ist so ein normales Mädchen mit normalen Problemen. Sie ist nicht abgehoben oder irgendwas. Sie ist keine Tussi, sondern sie ist einfach ein ganz normales, durchschnittliches Mädchen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. Also in diesem Buch geht es um Hayley. Und Hayley studiert an der Universität in Mayfield Tiermedizin, denn sie möchte Tierärztin werden. Ist dabei auf das Geld von ihrem Onkel angewiesen, da ihre Eltern selber nicht sehr, sehr viel Geld besitzen. Ihr Onkel aber mal einige Investitionen getätigt hat in der Vergangenheit und nun reich ist. Dadurch tut er Hayley halt das Studium finanzieren und sie ist halt auf ihren Onkel angewiesen. Problem an der ganzen Sache ist, dass sie mit ihrer Cousine zusammenlebt, also sprich der Tochter von ihrem Onkel, und die ist ein ziemliches Miststück. Sie heißt Danica und ist die Ex-Freundin von Mike. Und Danica hat entschieden, jetzt wo die Band einen gewissen Berühmtheitsgrad erreicht hat und einen Plattenvertrag unterschrieben hat, dass sie sich doch vorstellen könnte, mit Mike nochmal eine Beziehung einzugehen. Und Hayley findet das von Anfang an sowieso nicht cool und wird dann von ihrer Cousine quasi gezwungen, mit auf das Konzert zu gehen und sie zu begleiten. Und ja, denn Danica droht Hayley immer damit, ja, wenn du nicht das machst, was ich will, dann werde ich meinem Vater sagen, dass er dich nicht mehr finanzieren soll und somit wäre dann das Tiermedizinstudium für Hayley Geschichte. Das möchte Hayley natürlich nicht, deswegen lässt sie sich da mehr oder weniger von ihrer Cousine erpressen. Und ja, die beiden gehen dann halt auf dieses Konzert und treffen dann dort halt auf die Band und natürlich auch auf Mike. Als Hayley Mike zum ersten Mal sieht, ist sie sofort begeistert von ihm und weiß aber, bei dem Typen habe ich sowieso nie eine Chance, der ist der Ex-Freund von meiner Cousine, deswegen ist er zum einen sowieso tabu und zum anderen wird er sowieso wieder mit ihr zusammenkommen. Und Hayley und Mike verbringen diese Nacht dann trotz alledem zusammen, also jetzt nicht so zusammen, sondern sie zocken die ganze Nacht Videospiele und haben Spaß und unterhalten sich und ja, kommen sich dadurch freundschaftlich natürlich auch um einiges näher. Und ob die beiden natürlich eine Chance bekommen und was noch mit Danica ist und ob Mike Danica noch eine Chance gibt und, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ich fand, da war immer eine gewisse Spannung in der Geschichte, da war immer so ein gewisses so, was passiert als nächstes, was passiert als nächstes. Ich habe dieses Buch auch in zwei Abenden gelesen, also ich habe am Samstag, letzten Sonntag habe ich, glaube ich, angefangen und Montagabend war ich fertig. Also ich musste wissen, was da passiert. Ich wollte wissen, wie die Geschichte ausgeht und ja, deswegen, also von der Handlung kann ich ja nur sagen, wirklich top. Und allein wegen dieser Sache mit dem Hund, die in diesem Buch noch mit drin vorkommt, allein deswegen feiere ich dieses Buch ja so als Hundemutti, ne? Finde ich das immer schön, wenn da so Tiere mit in Büchern drin vorkommen. Deswegen, allein wegen dieser Sache mit dem Hund, finde ich das Buch ganz, ganz toll. Ja, also zur Handlung kann ich wirklich sagen, top. Die Charaktere haben mir auch unheimlich gut gefallen. Ich mochte Hayley total. Wie gesagt, ich konnte mich mit ihr super identifizieren. Ich fand Mike als Charakter wahnsinnig toll, denn er war nicht so der typische Aufreißer. Er war nicht so der typische Bad Boy. Und trotzdem ist er ein Mann, der weiß, was er will und der auch zu dem steht, was er will. Und es war einfach nur toll. Es war ganz, ganz toll von den Charakteren her auch. Und auch Danica, die halt dieses Miststück in diesem Buch ist, hat ihre Rolle super verkörpert. Und ja, also von den Charakteren kann ich auch nur sagen, top. Was den Schreibstil betrifft, ist der Schreibstil von Jamie Shaw, wie in den ersten drei Teilen, natürlich auch wieder locker, leicht und einfach. Man kann diese Bücher super lesen. Man hat hier keine Wörter, über die man stolpert oder irgendwas. Also es ist wirklich ein schöner, locker, leichter Schreibstil. Und
In diesem Buch fand ich ihn auch ein bisschen romantischer als in den anderen Büchern, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil es natürlich auch von der Konstellation her gut zu den Charakteren gepasst hat. Also vom Schreibstil her kann ich auch nur sagen, hat mir mega, mega gut gefallen. Vom Setting her befinden wir uns hier immer noch in Mayfield, also wo auch das Mayhem ist, wo die Band immer auftritt. Und natürlich befinden wir uns hier auch zwischendurch mal an ein paar anderen Orten, denn die Band tourt. Und ja, also ich muss sagen, vom Setting her hat es mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich mochte die Beschreibungen, ich mochte die Umschreibungen. Ich konnte mir die Häuser gut vorstellen, die Wohnungen. Ich konnte mir die Orte gut vorstellen. Also was das betrifft, hat mich Jamie Shaw auch voll und ganz überzeugt. Und ich kann wirklich nur sagen, Rock My Dreams ist ein so, 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 so tolles Buch. Und ich finde es einfach nur mega, mega gut. Ich kann euch die ganze Reihe im Endeffekt wirklich nur empfehlen. Also meine Reihenfolge von der Reihe ist jetzt 4, 3, 1, 2. So ist für mich jetzt die Reihenfolge nach den liebsten Büchern. Also der vierte ist für mich definitiv der beste Teil der Reihe gewesen. Und ja, ich kann euch diese Reihe bzw. gerade Rock My Dreams wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust auf eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte habt mit Rockstars und College-Studentinnen, dann schaut euch die The Last One Snorra auf jeden Fall an. Ich finde sie ganz, ganz toll und bin so happy, dass ich die Bücher gelesen habe. Kommen wir zum zweiten Buch für dieses Video, und zwar habe ich, nachdem ich Rock My Dreams gelesen habe, gleich mit einer weiteren Fortsetzung weitergemacht, und zwar mit diesem hier. Das ist der zweite Teil der Wellington-Saga, Verführung, und bei mir kommt die Sonne und geht die Sonne und ich werde hell und dunkel. Verdammt, es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall ist das hier der zweite Teil der Wellington-Saga, Verführung. In diesem Buch geht es um Sebastian del Campo. Im ersten Teil ging es ja um seinen Bruder Alejandro, und ich muss ja sagen, dass der erste Teil mir wirklich gut gefallen hat. Er hat mich echt positiv überrascht. Ich hatte ja echt Angst, dass das in so eine Richtung driftet, die zu viel Erotik hat, aber war alles gut im ersten Teil. Und auch im zweiten Teil war der erotische Anteil wirklich im Rahmen. Das hat mich nicht weiter gestört. Aber ich hatte hier ein ganz, ganz arges Problem, was die Emotionen betrifft in diesem Buch. Aber ich komme auch hier erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Sebastian del Campo, und er ist der Playboy und Frauenschwarm von Wellington. Er ist Polospieler, sieht natürlich unheimlich gut aus, ist reich und ja, die Frauenwelt liegt ihm zu Füßen und dementsprechend verhält er sich auch. Und eines Tages trifft er allerdings auf die Regisseurin Kat. Und er merkt sofort, dass Kat anders ist als andere Frauen, zumal sie ihm auch die Tür vor der Nase zuschlägt und ihm erstmal komplett ablaufen lässt. Und er ist fasziniert von Kat, und die beiden begegnen sich dann immer wieder. Und Kat ist dazu noch die Tochter der Hausangestellten von den Del Campos, was das Ganze natürlich nochmal etwas verkompliziert. Und Kat ist jetzt halt gerade wieder in Wellington, um ihre Familie unter die Arme zu greifen. Und ja, die beiden begegnen sich dann immer wieder. Und ob die Regisseurin Kat es schafft, sich den Playboy Sebastian zu angeln, das ist es, worum es in dem zweiten Teil der Wellington-Saga geht. Ich muss sagen, von der Handlung her hat mir das Buch schon gut gefallen. Also ich mochte den Aufbau der Geschichte, ich mochte den Verlauf der Geschichte. Die Geschichte hat an manchen Stellen ziemlich viel Tempo aufgenommen. Dann haben wir ziemlich viele Sprünge gemacht in der Geschichte, dass Wochen vergangen waren. Was ich jetzt aber auch gar nicht weiter schlimm fand, das hat die Geschichte vorangetrieben. Ja, also von der Handlung kann ich ja wirklich nur sagen, dass mir die Geschichte im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Was die Charaktere betrifft, hatte ich hier meine Schwierigkeiten, weil ich ein ganz großes Problem mit den Emotionen hatte in diesem Buch. Also bei mir sind die Emotionen nicht angekommen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich habe Dialoge gelesen und ich wusste während der Dialoge nicht, ist die jetzt sauer? Ist die traurig? Ist die enttäuscht? Ist die wütend? Ist die glücklich? Da kam für mich keinerlei Emotionen an. Und das heißt für mich halt, dass die Charaktere auch irgendwie, dass ich mit den Charakteren nicht so warm geworden bin, weil wenn ich einen Charakter verstehe und wenn ich mich in den Charakter hineinversetzen kann, kann ich natürlich bei den Dialogen auch von ausgehen, okay, die ist jetzt sauer, die ist jetzt wütend, die ist enttäuscht, was auch immer. Und das hatte ich halt nicht. Und das war für mich echt ein ganz, ganz großes Problem, was für mich die Geschichte auch so ein bisschen abgeschwächt hat, leider. Ich weiß aber nicht, woran das lag. Also dieses Buch hatte auch relativ viele Beschreibungen und Umschreibungen. Also da wurde ein Haus über 5 Seiten beschrieben, wie jedes Zimmer aussieht, wo welche Deko stand. Das hat mich auch ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Also was die B- und Umschreibung betrifft, war das hier schon sehr, sehr viel. Das hat die Story für mich auch ein bisschen, naja, ein bisschen versaut jetzt nicht, aber so ein bisschen abgeschwächt. Und es sind hier Übersetzungen drin, wo ich mir dachte, was ist das? Also hier sind Wörter drin. Ich habe dieses eine Wort gestern schon gesucht, wo ich meinen Vlog gemacht habe und euch das mitgeteilt habe. Ich habe dieses Wort aber nicht mehr gefunden. Auf jeden Fall ist das,
Also ich bin über dieses Wort gestolpert und musste erst mal googeln, was dieses Wort genau bedeutet in diesem Zusammenhang. Und ich dachte mir nur so, wo ich das dann gelesen habe, aha, laut der Definition passt dieses komische Wort jetzt überhaupt nicht in den Text. Es ging hier um die Beschreibung eines Orgasmuses. Und ich habe nur so gedacht, aha, nein, nein. Warum schreibt man irgendwelche komplizierten Wörter, die kein Schwein kennt, in eine erotische Szene? Also sorry, da bin ich komplett drüber gestolpert und dann habe ich erstmal gegoogelt und dann, aha, okay. Und dann hast du die Szene weitergelesen und denkst dir so, das passt doch überhaupt nicht, weil das passiert mit dir doch gerade überhaupt nicht. Und dann liest du 5 Seiten weiter und dann hast du das nächste komplizierte Wort. Also hier waren schon ein paar Wörter drin, wo ich echt erstmal googeln musste, was diese Wörter genau bedeuten. Und das hat mich schon ein bisschen genervt. Das war definitiv im ersten Teil nicht so. Also da habe ich die Emotionen gespürt, da habe ich solche komplizierten Wörter nicht gehabt und ich weiß nicht, warum das im zweiten Teil jetzt hier auf einmal so gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Übersetzung lag einfach nur oder ob der Autor und die Autorin, die beiden, die das geschrieben haben, sich gedacht haben, oh, machen wir mal alles mal ein bisschen gehobener. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich das schon ein bisschen gestört beim Lesen. Das hat den Lesefluss auf jeden Fall behindert, wenn man immer wieder über Wörter stolpert und die dann erstmal googeln muss, um zu gucken, was die heißen, weil man es aus dem Kontext nicht ziehen kann. Und ja, halt wie gesagt, die Emotionen, die nicht bei mir angekommen sind, waren halt auch ein riesengroßes Problem für mich. Denn ich habe gelesen und das ging bei mir im Kopf nur so da, 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 da. Und da waren halt einfach nicht, ich wusste nicht, ist die sauer, ist die wütend, und da war eine so eine schöne, traurige Szene, im Nachhinein stellte sich dann raus, dass die traurig ist dann, und da kam einfach nichts bei mir an, weil ich halt einfach in dem Moment nicht gerafft habe, was bei den beiden gerade los ist, und das war halt echt ein Problem. Ich hoffe, dass das im dritten Teil wieder nicht so ist, denn ich werde den dritten Teil auf jeden Fall lesen. Da geht es um die Schwester von den beiden und das interessiert mich schon sehr, was mit der ist. Deswegen werde ich den dritten Teil auf jeden Fall lesen. Aber der zweite hat mich da, was das betrifft, ein bisschen enttäuscht. Aber von der Handlung her war er definitiv wieder gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Handlung, wie das Ganze sich dann dort abgespielt und entwickelt hat. Und gerade zum Ende hin nochmal hat mir das Ganze auch gut gefallen. Aber wie gesagt, ich hatte halt echt Schwierigkeiten, da mich in die Charaktere hineinzuversetzen und die Emotionen der Charaktere zu fühlen. Ansonsten vom Setting her befinden wir uns hier auch wieder in Wellington und in Kalifornien, in L.A., denn Kat ist ja Regisseurin und das Drehen eines Films tut ihr dann noch mit eine Rolle spielen, weswegen man natürlich sich dann in L.A. befindet. Und ja, also vom Setting her hat es mir auch gut gefallen. Ich mochte die Orte, an denen die gewesen sind, und durch diese ganzen B- und Umschreibungen konnte man sich das Ganze natürlich schon gut vorstellen, aber es hätte nicht ganz so viel sein müssen, meiner Meinung nach. Aber ja, naja, es wurde halt alles bis ins kleinste Detail erklärt. Das war im ersten Teil auch nicht so. Ich habe keine Ahnung, was die hier im zweiten gemacht haben. Vielleicht wollten sie sich mal ausprobieren, ich weiß es nicht. Mein Fazit ist, dass der zweite Teil der Wellington-Saga-Verführung trotz alledem eine süße Liebesgeschichte ist, wo ich halt so ein bisschen Probleme mit den Emotionen hatte, aber das kann jetzt natürlich auch wieder nur mein Empfinden sein. Und ja, ich mag die Reihe trotzdem noch und ich werde den dritten Teil auf jeden Fall lesen und ich bin gespannt, was es mit Antonia auf sich hat und freue mich dann, diese Reihe aufzunehmen. Waren meine zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt und gelesen habt, schreibt mir eure Meinung natürlich wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.